Hallo und willkommen zurück zu Palworld. So, wir machen heute wieder im Tutorial weiter. So muss das sein. Beziehungsweise können wir noch nicht alles gleich machen. Weil Alpha Chile, der hat glaube ich, den haben wir noch nicht entdeckt, aber der hat glaube ich Stufe 11, soweit ich weiß. Wird ein bisschen schwierig jetzt noch. Baue Brutkasten können wir, glaube ich, auch noch nicht machen. Weil dafür brauchen wir was Spezielles. Diese Antiktechnologiepunkte. Die kriegen wir, wenn wir Bossgegner besiegen. Wie zum Beispiel in Chile. Oder Bosse direkt machen. Die in Türmen sind. So, wir machen hier weiter. Wir brauchen erstmal den Zerkleinerer. Okay. Giftpfeile. Alter Bogen. Den machen wir uns mal grad. Irgendwie hapert es die ganze Zeit am Holz, ne? Oh, Statuswerte. Machen wir wieder die LP ein bisschen hoch. Und dann machen wir mal unseren ersten Bogen. Dann machen wir auch gleich ein paar Pfeile. Und da muss man gucken, wie viele Sphären wir haben. Kann sein, dass ich da auch noch ein paar machen muss. Sechs Stück können wir noch machen. Machen wir das auch schnell. Dann können wir nämlich erst auch erstmal Fernkampfattack machen. Das ist schon mal gut. Dann hau die nämlich nicht so direkt ab. Und dann werde ich gucken, dass ich jetzt noch gleich eine andere, das nächste Pell fange. Ah, Ausdauer, ja. Der für die Bewässerung dann zuständig ist. Und ich schlepp so viel mit. Juhu. Deswegen immer gucken, dass man bei unseren Statuswerten Gewicht auch schnell levelt. Weil sonst kriegst du einfach nicht viel mit. Gucken wir auch hier wieder rein. Wir machen jetzt erstmal den Basie. Der macht ein bisschen mehr Schaden. So, und dann machen wir gleich ein paar Pfeile. So, 20 Stück müssen erstmal reichen. Ah, das ist ja mal 3. Danke. Gut, dann machen wir hier mal ein bisschen weiter. Wir machen jetzt hier erstmal. Oha. Welche Sammel sind wir, glaube ich, fast wieder voll.
Wir gucken mal, dass wir hier schon mal anfangen mit der FIFA. Und warte mal, wie weit können wir bauen? Bis hier hinten. Okay. Kleinzeug könnten wir eigentlich schon da oben hin bauen, nur weiß ich halt nicht, ob die Pearls hier noch so rumkommen. Ob das noch zählt hier. Das müsste man testen. Gut. Holzfällerlager machen wir auch gleich und Steinbruch. Da haben wir das auch schon mal weg. Die Statue müssen wir noch machen. Wir brauchen noch mehr Holz. Okay. Steinbruch und Holzfällerlager machen wir hier so ins Eck. Dann können die sich dann nicht austoben. Dann mache ich da eine extra Kiste hin. So, dafür muss das hier erstmal weg hier. Ich glaube, das spawnt dann auch nicht mehr nach. Lager. Hier hin. Steinbruch. Holz und Palliumbruchstücke. Also das dient hier zu einer unendlichen Holz- und Steinquelle dann. Dann brauchen die nämlich nichts mehr hier ringsrum abbauen, das machen sie dann hier. Man muss halt nur gucken, dass wir dann regelmäßig das dann wieder hier raus machen und in die Kisten verfrachten. Weil die können bis zu 9.999 abbauen und dann geht nichts mehr, wenn wir hier nichts abholen. Also immer drauf, ein Auge drauf werfen. Das machst du ganz kurz alleine. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich da jetzt jemanden schon reinsetzen kann, der hier ein bisschen arbeiten kann. Packe ich erstmal noch einen zweiten hier rein. Zack. Schön gemacht. So, was haben wir denn hier noch? Die Beeren machen wir noch fertig. Düsterball gelernt. Ja, Essensprobleme werden wir nachher dann auch keine mehr haben. Sobald das anläuft mit der Farm. Die haben noch genug. Dann die Hälfte noch hier reinklatschen. So, dann rüsten wir auch schon mal den Bogen aus. Fackel brauchen wir später, ne? Warte mal. Basie. Die Holzkeule brauchen wir eigentlich nicht mehr, die können wir entsorgen. So, dann müssen wir nachher noch reparieren. Holz und Palliumbruchstücke.
Naja, Ausdauer. Die liebe Ausdauer. So, das sollte erstmal reichen. Holz reicht auch. Okay. Ja, reicht noch lange nicht. Wir müssen auch noch die FIFA machen, etc. Könnte schon Päuschen, macht es. Ihr sollt ja fit bleiben, ne? Passt das dann noch ein Sack? Nein. Oder? Doch. Wunderbar. So, ich helfe euch gleich weiter. Ich muss noch mal kurz gucken. Die Holztruhe, die packen wir direkt dazwischen. Den Rest schafft ihr. Okay. Beet und FIFA. Holz. Und Holz. Ja. Das, was im Moment am meisten fehlt, Holz. Den machen wir noch weg und dann denke ich mal, können wir die beiden Sachen bauen. Wird schon wieder dunkel. So, Bärengarten. Das ist ein Weg hier, ne? Egal. Den bauen wir zu. So, Bärengarten. Ihr seid die Besten. Und dann bauen wir doch gleich noch die FIFA. Die ist ein bisschen größer. Bauen wir mal hierher. Alles erstmal schön im Eck verteilen. Dann können wir hier nämlich erstmal einen Lammball und einen Chickipee. Heißt dieser auch Chickipee? Ich glaube Chickipee, ja. Können wir dann hier reinsetzen, damit wir Wolle und Eier erstmal kriegen. Wird auch schon wieder dunkel. Ah, ist das schön, wenn man Hilfe bekommt hier.
Thank you. Mach dir das erstmal weg, ja? Okay. So, wie viele Betten haben wir? Wir brauchen nur eins. Naja, da braucht ihr jetzt nicht helfen, ist ja gleich fertig. Geht lieber schlafen. Geht lieber schlafen. Joa. Schlafen jetzt? Da, guck mal, da machen sie Bubu. Oh. So, wir arbeiten natürlich weiter hier. Wir brauchen... ja, je mehr Pelz wir hier drin haben, desto mehr Essen brauchen wir auch. Deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen drauf achten. So, Chickipi rein mit. Und Lambal auch. Ihr könnt aber gleich schlafen gehen. Genau. Ich stehe wieder. Oh, gut. So. Gegrilltes. Jo, mein Magen meldet sich. Teil natürlich. Na? Ich würde dann sagen, in der nächsten Folge machen wir dann eine kleine Reise und schauen uns mal ein bisschen um, ne? Jetzt habe ich natürlich die Fackel auch weggepackt. Oh, die Pfeile sind auch fertig. Gut, wir brauchen jemanden für die Saat. Genau, fürs Sammeln und Bewässern. Der sammelt, der Mr. Angsthase, und bewässern müssen wir uns noch einen holen, aber dafür müssen wir erstmal hier unser Lager erweitern. Können wir machen. Baue Statue der Kraft, das können wir ja noch schnell machen. Baue Statue der Kraft. Wisst ihr was? Das machen wir. Ich sage ja, es wird anfangs nicht schön werden, weil das ist die Anfangsbase und ich will gucken, dass da erstmal soweit erstmal alles passt. So, dann machen wir zwei raus. So, und dann bauen wir hier in der Mitte die Statue hin, die schön nach vorne guckt. Und dann brauchen wir Palium-Bruchstücke. Mm-hmm.
Drei schon nicht ganz. Da liegen noch die zwei, die wir brauchen. Boah, das sieht man ja kaum was hier. Gehen wir mal schnell die Abkürzung. Gut. Statue. Drehen wir das Ganze. Zack. Oben. Ah, das passt doch. Weil dann können wir nämlich wieder zwei Perls mehr hier in ein Lager stecken. Dann müssen wir jetzt nur noch gucken, dass wir dann einen kriegen noch zum Bewässern. Das hatte ich ja eigentlich angepeilt. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Weil da wollte ich nämlich ein bisschen auf Tour gehen. Oh, es wird schon wieder morgen. Und schon helfen sie. Wunderbar. Sauber. So, mit dieser Statue können wir Folgendes machen. Wir können unsere eigenen Fertigkeiten verbessern. Die Fang, wie hier Fanggeschick. Um das zu verbessern, müssen wir ist auf der ganzen Welt verstreut diese grünen Leafmunk-Statuen einsammeln. Die wir, glaube ich, in der ersten Folge eingesammelt haben. Deswegen können wir nämlich einmal verbessern und das erhöht sich jedes Mal. Nächste Level ist, brauchen wir jetzt 4 Statuen. Das Ganze können wir auch mit den Parts machen. Da kriegen wir diese Seelen. Gibt einmal diese kleinen, mittleren und großen. Und damit kannst du dann auch die Stats verbessern. Das würde ich aber mit den Perls machen, die du dann, mit denen du dauerhaft kämpfen willst erstmal. So. Gut. Dann belassen wir das erstmal dabei. Gucken wir mal. Die erste Wolle gedroppt. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, nächste Folge gehen wir mal ein bisschen auf Reise. Gucken uns mal diesen Turm da hinten an, was das ist. Jo, bis dahin. Ciao, ciao.